Einen schönen guten Tag zusammen. Wir zocken eines der neuen DLC-Maps und zwar im Spielmodus Eroberung Klein. Und ich schaue gerade mal, was nehmen wir mal mit für eine Waffe. Wir schnappen uns mal. Ne, wir brauchen für diese Map was auf langer Distanz. Ja, was nehmen wir da mal mit? Jo, wir nehmen mal die Scar mit. Warum dann nicht? So, los geht's hier. Mittlerweile, wisst ihr was? Also die Scar ist mittlerweile echt mein Lieblingssturmgewehr geworden. Ich liebe diese Waffe. Also wenn ihr mich danach fragt, was sind meine Lieblingswaffen? Also Scar M416 AUG A3. Also das muss ich sagen. So, also los geht's hier. Da haben wir das auch geklärt. So, hier ist, ich guck gerade mal. Wo ist denn überhaupt mein Squad? Hier hinten ist ein Fahrzeug. So, ach, mein Squad hält sich hier vorne auf. Sorry, ich bin gerade ein bisschen verpeilt hier. Jetzt geht's los. Okay, wir sollen A angreifen. Wollen wir da mal hin zu A? Also ich muss ganz ehrlich sagen, A in der Mitte da, da halte ich mich echt nicht so gerne auf. Da sage ich mir lieber, schnappen wir uns den Soldaten hier und killen den einfach. Sage ich mir so. Ja. Das ist einfach geiler hier. So, der wird wiederbelebt. Und schade. Ich wusste genau, der kommt von der Richtung. Ich wusste es. Könnt ihr mir glauben? Und jetzt haben wir ihn trotzdem noch erwischt, aber sind selber draufgegangen. Scheiße. Naja. Ich war mir eigentlich... Ich meine, das ist immer so... Ich gerade, das war wieder so eine Situation. Da habe ich... hat mein Kopf eigentlich gesagt, den überlebst jetzt nicht wieder. Ich meine, weil du wusstest ja, der ist gerade umgefallen. Und mein Kopf hat mir gesagt, ne, das machst du nicht, weil du gehst dann halt gleich sofort drauf. Aber mein Herz hat gesagt, du kannst den armen Soldaten da doch nicht liegen lassen. Den musst du wiederbeleben. Naja, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. So. Deswegen habe ich ihn wiederbelebt. Ich bin halt ein gutmütiger Mensch, ne? Müsst ihr halt so sehen. So, komm, wir wollen jetzt zu B. Ja, wir wollen B. Oder wo sind wir jetzt? Wo ist mein Squad da vorne? So. Meine Güte. Also, ich weiß auch nicht, diese Map, do. So viel mehrere Ebenen. Ich weiß noch nicht mal, wo die Kollegen sind. So. Habt ihr noch einen Squad-Befehl hier, Medikit? So, ach so, wir sollen B verteidigen. Ja, super. Das macht Spaß auch. So, ein Panzer, das müssen wir weg. So, wir checken nochmal. Es kann sein, dass er vielleicht hier unten kommt. Ein toter Kollege. Und da fliegt hier die RGO Impact. Ganz ehrlich, ich habe die Teile nur einmal verwendet. Und da wusste ich, die Scheiße ist so dermaßen overpowered. Komm ich hier durch? Komm, ich gehe jetzt drauf. Ihr sollt's mal sehen, ey. Und dann verwende ich sowas halt einfach nicht mehr. Aber gut, muss jeder halt selber wissen. Kennt das ja? Komm, wir gehen da jetzt mal rüber. Wobei ich den Bereich echt nicht so mag. Und ich mag die ganze Map eigentlich nicht, also. Da muss ich sagen, auf die Map. Was ist denn das jetzt? Ein Bug? Ich habe da doch durchgeschossen. Naja, egal. Da gibt es echt wohl noch scheinbar so ein bisschen Probleme. Ihr kennt das ja mal, wenn er zum Beispiel durch ein Fenster tubt oder eine Granate durchwerft und das Teil geht nicht kaputt. So, wo kommen wir denn hier rein da? Ey, wer verlässt sich so eine Map einfallen, ganz ehrlich? Soll ich hier schwimmen oder was? Lächerlich. Lächerlich, oder? Ganz ehrlich, komm. Ich will auch eigentlich schon weg, weil... Man sieht die auch gar nicht hier. Ich frag mich gerade, wo die gerade wieder rumschimmeln hier. Ja, sorry, aber... Nee. Können wir den durch die Wand wiederbeleben? Ja, ja, ich wusste es. Da ist noch einer. Und sogar noch einer. Da, Kollegen. Jetzt sind sie doch abgehauen.
Wie schnell die da wiederkommen, das gibt's doch gar nicht. Komm. Komm, geht da mal aus dem Weg da. Also, wer lässt sich so eine Map einfallen? Ne, war ehrlich, oder? Also, für mich ist das jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ich will ja jetzt auch weg, weil der Bereich ist eh kacke. Also, für mich ist das... Ich überlege gerade nochmal schnell. Ja, für mich ist das die schlechteste Battlefield-Map, muss ich echt sagen. Vor allem, ich meine... man merkt es halt auch von der Spiel... Also, wenn ihr mal auf dieser Map so Spiele bestreitet... Man hat hier nicht so wirklich... Oh, hier, da muss ich wieder abstützen, ja. Und deswegen bin ich draufgegangen. Das ist halt so leider gewollt, ja. Dass man so unbeweglich ist. Jo. Also weiter. Ja, es macht irgendwie auch echt überhaupt keinen Bock, so auf dieser Map zu zocken. Auch so vom ich meine, einmal so auch vom Äußeren. Also die sieht optisch von den Farben, finde ich die so trostlos. Vom Map-Design eine Katastrophe. Und das spiegelt sich halt im Gameplay wieder. Also ich meine, ihr könnt mir ja gerne mal eure Erfahrungen mitteilen. Jawohl, lauf mir genau vor der Flinte. Jo, und ich hatte selbst nur noch 29%. Echt irre. Krass, oder? So, der sieht mich nicht. Wir können ihn zumindest nochmal markieren. Aber da hinten kommen, glaube ich, noch mehr Soldaten. Ich warte mal ganz kurz hier, weil... Oder nehmen die Flagge hier vorne ein? Na, guck mal. Ich kann hier noch nicht mal raus. Was ist das für eine Scheiße? Tja. Meine Güte, kann man das einschießen? Ne. Also ganz ehrlich, wer denkt sich sowas aus? So, komm, weg da. Oh, hier, ich spawn natürlich genau vom Fahrzeug, echt, oh. So. Jetzt habe ich aber echt die Schnauze voll von diesem Kack-Fahrzeug. Ich wollte jetzt auf den Pionier wechseln, aber leider klappt es nicht. Na, wäre jetzt vielleicht nicht schlecht, wenn wir das Fahrzeug wiederbeleben würden. Immer noch mal den erwischt. Da liegt noch ein toter Soldat. So, ich hoffe, da sind jetzt nicht mehr. Ne. So, also, weiter geht's. Naja, aber ich dachte mir, ich zeige euch trotzdem mal einfach so die Map. Und teile euch so einfach mal so meine Eindrücke mit. Ich meine, es ist jetzt nicht jetzt falsch verstehen, ne? Es ist jetzt, die Geschmäcker sind natürlich grundsätzlich immer verschieden. Also ich sag mal, es wäre vermutlich sehr ungewöhnlich. Es wäre vermutlich sehr ungewöhnlich. Wenn jeder die Map gut finden würde, ne? Oder beziehungsweise, wenn jeder alle Maps gut finden würde. Und ich sag mal, insgesamt ist das für mich ein gelungenes DLC, weil... Ich sag mal, ich habe zumindest zwei gute Maps dabei, die ich echt cool finde. Also Propaganda und wie heißt die andere Map hier noch? Lumpini Garden oder so ähnlich. Nee. Ach, die habe ich leider nicht gesehen. Scheiße. Naja, und allein für die beiden Maps, sag ich mal, lohnt sich für mich persönlich so das DLC. So. Oh, verdammt. Weg. Mal kurz schnell nachladen. Jawohl, jetzt sind wir alle wieder. Zurück am Leben. Aber diese Helikopter, die sollen eigentlich ziemlich was ausrichten können, wenn man da nicht aufpasst. Naja, und ich sag mal, diese andere Map, diese Stadtmap, ich sag mal, ist natürlich auch so Geschmackssache, aber
Ich find's jetzt auch nicht schlecht, dass es so eine Map gibt, ganz ehrlich. So, komm. Dieser Shopper, ja, da müssen wir weg. Ah, jetzt bin ich zu stark auf offener Fläche. Kommen wir da noch hoch? Ich komme! Mann! Aber da haben wir schon wieder die nächsten Soldaten hier. Und der Shopper. Ja, komm, kümmert sich mal einer um den Shopper. So, weiter geht's hier. Naja, auf der anderen Seite kann man natürlich auch immer sagen, okay, wenn man eine Map scheiße findet, es gibt vielleicht immer noch mal Map-Bereiche, die ganz okay sind, ne? Und ich meine, im Conquest kann man das ja machen. Dann hält man sich einfach in so Bereichen auf, die, wo man sich halt, keine Ahnung, die man halt geil findet. Die man vielleicht auch ganz gut kontrollieren kann. Ah, ich bin wieder zu spät. Ne, von hinten, da oben kommt der. Und das wär's noch, schade. Nein. Danke. Hier, jetzt seht ihr aber mal, das ist immer schon das Geile, wenn man im Team zockt. Geil. Und noch einer. Schaut mal, wie die hier spawnen. Kann ich nochmal wiederbelebt werden? Ich glaube nicht, oder? Naja, egal. Schade. So. Haben wir eigentlich... Ich wollte gerade mal checken, aber ich könnte ja auch mal den Shopper nehmen, aber... Der ist jetzt gerade nicht, leider nicht frei. So, dann... Was machen wir dann? Dann schnappen wir uns doch einfach mal... Na komm, stehen da noch mehr Fahrzeuge rum? Yo, das Teil nehmen wir jetzt mal mit hier. Also, da hat mir letztens jemand gesagt, ich sollte doch mal häufiger mit den Fahrzeugen fahren. Also mit so einem LAV, das finde ich eigentlich noch ganz okay. Panzer mache ich jetzt auch schon mal, aber... Naja, ich bin halt ganz ehrlich, ich bin halt so ein schlechter Fahrer. So mit diesen Fahrzeugen. Und naja... Mich nervt es halt dann oft, also ich sitze im Fahrzeug, das dauert nicht lange, dann habe ich so ein C4 angeheftet. So, jetzt müssen wir mal kurz auf die Minimap schauen. So, A haben wir eingenommen, verlieren wir gerade A, ja. Also, hier müssten sie eigentlich jetzt sein. Ich behalte die Minimap im Auge, hier. So, irgendjemand nimmt mich gerade unter Beschuss. Ich habe nur gerade keinen Plan, wer. Jetzt kann ich mich hier nicht bewegen. Jetzt bin ich hier schon wieder festgefahren. Ach, ist das ein Shopper? Ne, ist aber unser. Ach, hier, guck doch mal. Jetzt klebe ich hier fest. Und hier sind sie jetzt. Wieso kann ich die Teile denn nicht kaputt fahren? Das verstehe ich nicht. Meine Güte, ne? Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt schon wieder... So, hier will ich einfach durchfahren. Komm zurück. Komm sofort wieder her. So. Schaffen wir das noch in der Zeit? Ich gehe mal lieber raus. Ich hoffe, das macht auch der Kollege. Ich glaube, der ist jetzt gerade draufgegangen. Sorry. Aber ich war jetzt echt ein bisschen angepisst. Geil, den haben wir noch mit erwischt. Also, naja, ich glaube, es war jetzt keine Vorzeigerunde oder so, aber es sollte halt jetzt einfach mal dazu dienen, dass ich euch ein bisschen was von der Map zeige, euch ein bisschen so meine Meinung dazu mitteile. Und, ach ne, das gibt's ja nicht. Man ist da total verpeilt, ne? Also ich habe eigentlich nur so nebenbei gezockt, ne? Und trotzdem bin ich noch der Führende gewesen, warum auch immer. Naja, okay, also... Naja, haut rein und ciao.